aller Tickets verkauft. Es ist also angerichtet. Nach der Eröffnungsfeier stehen dann ab morgen bis Sonntag 47 Entscheidungen auf dem Programm. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Juli. Zwischen einem Hoch über Osteuropa und dem Azorenhoch liegt eine Zone tiefen Luftdrucks, die uns auch in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter beschert. Dabei bleibt es für die Jahreszeit etwas zu kühl. Zu Beginn der Nacht sind noch kräftige Schauer und Gewitter unterwegs, die sich nach Süden zurückziehen. In einigen Regionen lockert es auf, stellenweise bildet sich Nebel. Morgen erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Gebietsweise entwickeln sich einige Schauer und Gewitter. Am freundlichsten wird es im Nordosten sowie in Küstennähe. Schwacher, vor allem an der Nordsee, zeitweise mäßiger, mitunter auch frischer Wind aus West bis Nordwest. Im Vogtland heute Nacht 8, an der Nordsee bis 15 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 18 Grad im Allgäu bis 27 Grad an der Spree. Am Mittwoch breiten sich von Nordwesten neue Wolken mit Regen oder Schauern aus. Örtlich sind auch Gewitter dabei. Auch in den folgenden Tagen ändert sich an diesem wechselhaften Wetter wenig. Sommerliche Temperaturen sind dabei eher die Ausnahme. Mit der Volksmusik und einer Linie, wo wir eigentlich schon mit der Pappnase zur Welt kommen und mit